viel zu lange Intro-Gelabere. Zusammen mit Eike. Hallo Eike. Ja, ein Glück steht sie hier noch. Okay, machen wir los. Die ganze Quest mit Chiara geht ja nur so eine Hast du Stunde. Auch nicht so lange rumgestanden? Nee, ich habe auf F1 angemacht, vorher, bevor ich Cola geholt habe und so weiter. Ja, es geht die ganze Stunde, also... Noch. Wie jetzt? Dann mach jetzt los. Naja, die ganze Quest geht ja nur eine Stunde. Also bei meinem Spielstil ist dann Je länger du rumstehst, desto mehr vergehen die Tage. Ja. So, are you all set? Ready to start investigating? Nö, lass mal. Obwohl, nein, ich lass einfach mal durchlaufen, nicht wahr? Wir wollen nicht mehr so zwischenreden, nicht wahr? Ich bin bereit. Great, then let's go! Hör ich da Hilly schon im Hintergrund? I've delivered packages all over, but I've never seen a mysterious fairy tale world like this before. Wird doch deine Mutter in der Küche sein. See? Looks like nobody has gotten around to repairing this house yet. Ugh, even I wouldn't dare to sleep in there. It might suddenly collapse in on you. Als wenn er verliebt in sie wäre, was? Oh, ja. Nothing to see here either. Maybe we can find someone to ask? Geh dort hin und auf sofort. Ja, bist Bescheid. Ja, over there. I bet we'll find some people there. Let's go take a look. Soll ich vielleicht sie mal einen Blick haben? Dann ja, ich hab sie doch einen Blick. Ach, du meinst, wenn ja, aber nicht Gesicht? Ihre Vorderseite, du Trottel. Ja, was denn jetzt? Hinten oder vorn? Vorderseite. Aha. I was sure there'd be people here. There once was a goddess who ruled over fate. Before she died, she left three riddles for the kingdom she had created. Oh, das hat er gespoilert. Who said that? Long story short, on this day, a sentient feline, an outlander, and a diminutive pixie arrived on the scene. They saw a narrow path off to the side. Okay, but which side? Yeah, if you gave ambiguous instructions like that to a Comania Express courier, they'd give you the parcel right back and tell you to write the delivery address more clearly. Despite how obvious the answer was, the perplexed pixie and the flummoxed feline struggled to work it out. Although, perhaps a small part of the blame could be attributed to my dull narration. All right, let's try this again. The path on the left-hand side seemed to give off an enticing fragrance, as if to say, this is the way to wealth and glory. Ooh, that sounds like the start of a good story. Then what? Then what? Okay, das scheint wohl... Wie heißt das nochmal, Eike? Es gibt doch zwei Formen von Erzählern, nicht wahr? In Storm. At the end of the path, the motley crew would soon spot a secret stone room. A prophecy had once foretold of a marquis who shall one day venture inside. And thus it is named the future marquis abode to be. Hast du nicht zugehört? You like it? Ja. The future marquis abode to be. Wenn du zugehört hast, dann weißt du, wohin musst. That was a little bit boastful. Yeah. But before you continue, I must warn you of the danger that lies ahead. For example, under no circumstances should you sit on the chair in the center. Nein, natürlich nicht. Otherwise, the consequences could be... Spoiler. A bit embarrassing. Ja, wo ist das? Ja, wo ist die, die Residenz mit dem Stuhl? Auch falsche Richtung. Bist komplett in der falschen Ecke. Welches von den Häusern ist es? Ich dachte, du weißt es. Ich dachte, du weißt es nicht. Ich weiß es auch, aber... Nein, zählt nicht. Doch, das zählt. Unnötiger Schnitt. Nein, tut das nicht. So, jetzt ist die richtige Mission ausgewählt. Nicht, dass ich das hätte geschafft, wenn ich da alleine geschafft hätte. Nicht wahr? Weil die schon nicht lesen kann. Ich nicht sprechen meine Sprache. Ich nicht lesen meine Sprache, das ist völlig unmöglich. Aber anscheinend ist das wohl einer, wie heißt das, ein überirdischer Erzähler, der weiß, was passiert. Es gibt ja zwei Formen davon, nicht wahr, Eike? In der Form vom Schreiben. Versuch nicht zu scheißen. Na doch, das gibt es doch, das kennt man doch. Es gibt entweder den, der alles weiß, wie der Gott übersteht. So many summers, winters, springs and falls, and now at last a hero hither strides. Achso, setz dich auf den Stuhl. Mach ich auch. Israel knows not what lies beyond its walls. Geh an dem Punkt vorbei und setz dich auf den Stuhl. Nicht auf den Mittelpunkt gehen, nicht auf das Mittelding gehen. Auf den Stuhl setzen. Ich will auf den Stuhl gehen. Also links jetzt hier vorbei, nicht auf die Mitte gehen, okay.
Und dann gibt es halt die Art von Erzähler, der halt in der Story mit drin ist und nicht weiß, was passiert. Oh Junge, jetzt hör auf zu erzählen, das wird gleich in der Quest erzählt. Stop the poem. We have a situation. Something's up with this person. Wer ist Bubarano? Wie du auch diese Info unbedingt fertig erzählen wolltest. Also du musstest das jetzt dreimal anfangen, das dreimal... Du musstest es fertig erzählen, um Mutters Ehre. Traveler? Das ist nicht gut. Are you alright? Klebstoff? Du versuchst aufzustehen, aber der Kleber hält dich fest an... Warte. Ah. Come on, you can do it! This can't be how our story ends! Du schaffst es, dich teilweise zu befreien. Das Problem ist nicht, dass du dich nicht befreien kannst, sondern eher, dass du deine Kleidung nicht zerreißen willst. Bedeutet dir sehr viel. Ja, vor allem, weil wir nichts anderes anzuziehen haben. Das wollte ich auch gerade sagen. Can I give you a hand or a tail even? Was ist das denn für ein Gesichtsausdruck? Maike. Kannst du mir helfen beim Lutschen? Schließlich befreist du dich und stehst mit intakter Kleidung auf. Das war bestimmt kein Uhu. Ja, und passt auf. Kirara ist eine Katze. Also wäre das Furry oder Beastality. Also ihr Ferkel, das die Pfoten von ihr. Das hatten wir doch schon mal gesagt. Lesen. Was könnte das sein? Pack der Zeugen. As golden sunlight fills the firmament, the tabletop engrosses your attent. Perhaps perchance peruse these pages thence. They surely represent no ill intent. Ich glaube, er will, dass wir was auf dem Tisch anschauen. Moment, ich lese das mal vor. In Namen... Isn't he reading the files on the desk? Hey, Bobarano, maybe quit showing off and try using words he'll actually understand. I can either rhyme like a bard, or I can curse like a sailor. And right ja. Now, Cape, ja, okay, dann mach ich das halt noch für die Leute. Wenn ihr kein Klebstoff mehr... Durchlaufen können sie selber lesen. Ja, wir gehen mal davon aus, dass die Leute, die hier zuschauen können, dass sie lesen Cape? Können. Forgive me for breaking the rhyme scheme for a second. Captivated by the epic poetry and enthralled by the outstanding storytelling, the Outlanders knew what their next objective was. Namely, to remove the clockwork key from the raised platform up ahead. Das wie ein Let's Play. With wood and earthenware strewn all around, the demon feline's fury can't be quelled, reducing them to rubble on the Quatsch. Und wegen Quillein. No, you don't. I wrote that line. Hast nicht mal den Skin freigeschaltet, du Blase. Muss ich noch ein paar von den Dingern sammeln. Kann ich jetzt bitte ein? As the Outlander stands before the clockwork key, they're overcome by a sudden urge to set it free. Also, Cape, that'll be my last rhyming line. I'm not writing any more poetry until you apologize. What does it matter anyway? Lost count of how many people have tried this before. No one's getting that key out. Wollen ja die Leistung der Sinn. Yeah, I noticed that. Wirklich einfach. Überspringst. Die haben 20 Minuten gequatscht. This has happened many times before, but this time is different. A thought enters the Outlander's mind. Attack! Attack! First, weaken this. The attack now over. Only one final step remains. Now it is the time to seize the key. Glaubst du, die flippen aus, wenn wir es nicht machen? Na Güte, das ist ja wie ein Let's Play hier. Yes, finally. Let's Play. Come on, move your butts and your lights, assuming they're still in working order. It's showtime. No hard feelings Butz gesagt. About your lack of poetic contributions? Oh, let it go. Ist ja furchtbar, es ist, als wenn wir uns selbst zuhören würden, Eike, nicht wahr? Aha, ach so, okay. Hätte ich mir wieder denken können, dass das wieder Uhrwerkmenschen sind. Ah, welcome, esteemed and noble Outlander. Allow us to introduce ourselves. Oder sind es ja Aufzugsmenschen? Weil, nee, Quatsch, für Aufziehmenschen. We represent the three great clans of this realm, having been selected as its authorized historical supervisors. Our purpose being to await the arrival of one such as yourselves, who shall remove the clockwork key. My name is... You're Cape, he's Albizzi, and that's Bobarano, right? Verdammt, sie hat die Untertitel gelesen. You've done so much talking that we can already tell you apart by your voices. Oder so. Aren't we missing someone, though? The
the guy who led us here to begin with? Who? And thus was born the long-awaited fellowship, destined to uncover the truth of the past. Allow me to quote, if I may, in the history of Constellation Metropole, a new page has begun. Him. Well, there's no fourth person, so which of you is the ventriloquist? Come on, out with it. Ah, fourth person, quasi auch die vierte Wand durchbrochen. We've never heard that voice before, but he sounds like he'd be good at reading bedtime stories to children. Well, whoever it is, I don't know and I don't care. Forget about him. We have far more important things to focus on, like where our journey goes from here. That key you hold is the pivot point about which the past and present of the Metropole revolve. However, between our three clans, there is some dispute over the historical record. Each clan has its own version of history, detailing the clan's origins and the tale of the Dragon of Old. And unfortunately, we don't know which one is the truth. Dragon? You mean the one that's been acting up recently? Oh, no, not that one, you adorable little pixie. When I say Dragon of Old... He means a dragon that would be really, really old if it was still with us today, but it was defeated in ancient times. The new one has nothing to do with our clan history. Was that supposed to be a joke? Anyway, so you've been waiting for someone to remove the key so you can finally explore the truth of the past? Not just explore it, but argue incessantly about it. Honestly, I don't care that much. Cape's the one who's always bothering us about it. What we need to figure out is who resolved the dragon crisis. We have to know that before we can decide which is the supreme clan. The moment you removed the key from where it was lodged, you became the honorary Marquis. We humbly beseech you, noble outlander. Nenne mich Gott, Teacher. Noble traveler Marquis, we ask you to help us. You and your talking Puss in Boots and the pale floating pixie. Puss in Boots? Are you serious? It's better than demon feline, but still. Embrace it, my friend, embrace it. Most cats don't wear boots or speak, do they? I'm not even a cat, I'm a Nekomata. Now that you know the word, I expect you to use it. Please allow me to lead you all to a sacred memorial site. It will be much easier to explain what needs to be done once we are there. Kapit führt die Gruppe zur sogenannten Heiligen Gedenkstätte. This place is sacred to my clan. Das ist unsere heilige Schriftrolle. Once took up arms against the dragon of old. Ich habe gelernt, ein für alle Mal, nicht wahr? Der John kennt den Film. Ich dachte, du meinst die Simpsons mit der heiligen Schriftrolle von den. Das habe ich vor ewigen Jahren mal auf Vox gesehen. Ja, jetzt sich noch jemand war, auf Vox. Da sind Armeesoldaten in eine Welt, Vergangenheit, irgendwas, Zwischenwelt, flache Hohlerde, irgendwas gereist und mach mal Pause da, sonst vergeht die Zeit. Wie jetzt Pause? Mach mal weiter da. Also jetzt weiter mit dem Gespräch. Da kannst ich ja noch erzähl gleich dann Film. Ja. After a bitter battle that dragged on for many days and nights, finally, our forefathers fought the dragon into submission, and it fled. They took turns, though. Some forefathers worked the day shift, while others worked the night shift. Ich brauch wirklich eine Gehirnwäsche. Ich hab wieder was anderes verstanden. Was? They fucked the dragon. So they say, it's just a legend, though. Wait a second. Did I just hear you admit that your clan's history is just a legend? A history, legend, who cares? My clan was definitely courageous, that's the point. That's the truth. And isn't the truth what we've all been arguing about non-stop for all these years? Widerspricht sich das nicht irgendwie? Cape's words gave the traveler food for thought. Could it be that the truth in a fictional world is equivalent to fiction in the real world? But that would have to wait. Apparently, Cape was not alone in his pilgrimage to this sacred site. Unwanted company had arrived. The traveler and the talking cat,
Nekomata decided to teach them some manners. So, die müssen wir angreifen, verstehe. Nee, er ist still. So war es doch. Propagate! Ja. This one's got... Bam! True display of heroism and valor. It was as if the spirits of my ancestors were fighting. Come on, you would use a bot. Could be wrong, but maybe. Ich glaube, es ging zu schnell. Your martial prowess and show of courage are a more vivid reenactment of my ancestors' feats that suit the modern aesthetic. Hab ich jetzt gerade die Zwischensequenz quasi. wie heißt das? Eike? Getrollt? Aber gleich, wenn die Cutscene vorbei ist, Pause, du Domi. As we all know, time is but an illusion. Time may flow line by line, page by page, or frame by frame, but usually it flows in the form of springs and gears. And that clockwork key you have in your hand can turn back time and make the past reappear. Well, actually, my view is that the illusion of time is more of a problem of consciousness. Gears power the body, while the body is the vessel of the conscious mind. But the mind cannot understand the dimension of time, so we experience instead an endless continuum of moments as the pinion of now turns along the rack of ages. I'm getting flashbacks to when I was delivering packages to the Sumeru Academia. A teacher once asked Albizzi what his greatest fear was, and he replied, dragons. Boberano was asked the same question. He replied, time, and repeated the argument we just heard. The teacher then turned to Cape and posed the same question. He replied, Boberano. The manuscript that tells the truth of the historical record, the blueprint to all of creation, the work of the great mage themselves. It can be found at the beginning of the gear rack. And on the very first page of the book. Paimon didn't follow all that, but basically, you're just saying that we need to put the key in and turn it all the way back? Exactly. It is said that in the beginning, the goddess of creation took the goddess of fate's manuscript as a blueprint, placed it under the goddess of prophecy's starry realm, and generated the world from a few magic arrays. So in a few moments, when the great clockwork key turns the local time here back to the very beginning, we will restore the magic arrays back to their original configurations. Hold on. Isn't stealing part of the blueprint of creation a little dangerous? Also, how are we supposed to know the original configurations of the magic arrays? Well, the general shapes of the configurations have been passed down over the ages. They now form the family crests of each of our clans. So you'll just need to reference my family crest and join the dots accordingly. Ah, okay. So soll das dann aussehen? Wie ein Set, okay. So, jetzt Pause. Wieso Pause? Weg. Mach das weg, das Menü. Mach das Bild weg. Ja, mach ich doch. To address your other concern, when the house has already been built, do you really think that taking away the construction crew and blueprint will cause it to collapse? Weiter? F1. Mach Pause. Es mach so. Lach das Gespräch vorbei, dass Pause gedrückt werden kann. Ja, ich muss das erstmal beenden, bis wir das Gespräch hier, die Sequenz. The Traveler Marquis prepares to insert the great clockwork key into the nearby keyhole. Das soll ein Schlüsselloch sein? Aha, okay, und das ist ja F1. Ah, Durin. Okay, ja. So. Der Film, den ich gesehen habe, war auf Vox. Ach, deswegen. Da sind ja Soldaten gereist und sind dann in eine Vergangenheit irgendwas gereist. Und dabei haben die Weiber einen Playboy gefunden. Und die Typen haben behauptet, dass das ihre geheiligte Schriftrolle ist. Und dann haben die Mädels mit den Typen da die ganzen Sachen, die in dem Heft standen, nachgemacht. War das? Nee. War ein Erotikfilm, ja. Ist das? Ich glaube, den kenne ich. Ist das nicht dieser... Ist das mit den Soldaten, die auf dieser Insel landen? Und da habe ich doch gesagt. Das, also Amazonen, aber auch... Habe ich doch gerade gesagt. Genau. Und die aber ich finde gut, wie du mir nicht gefolgt bist. Ja, und die... Nein, ich will das noch weiter hören, dass das wirklich derselbe Film ist. Und die
Amazonen machen dann hier so King Kong-Style, müssen dann immer so, eine Frau einen Tyrannosaurus opfern. Ist das so? Ja? Ja. Ach, der Film ist das, genau. Und der ist produziert worden von Fred Olen Ray, der Tittenmeister. Sozusagen. Der was? Fred Olen Ray ist der Typ, der auch Evil Toons gemacht hat. Was? Dieser Film mit den animierten Teufelfiech da, wo sie aus den Räumen Necronomicon rauskommen und die Frauen, die da rumwuseln, sind alles ehemalige Pornostars gewesen. Wie heißt der Film? Evil Toons. Wo sie gedacht haben, oh toll, die erotische Version von Roger Rabbit. Ist es aber nicht. Nee. Und ja, nee, und der Film, den du meinst, der heißt, glaube ich, Insel der Dinosaurier, glaube ich, oder so. Was in der Art. Ganz simpler Titel. Der lief damals zur Dinomania auf RTL Eike. Du weißt schon, wo sie die ganzen Filme, die irgendwas mit Dinosauriern zu tun hatten oder entfernt, am einen Tag gezeigt haben, als Jurassic Park in die Insel der Kinos kam. Dinosaurier ist von 48. Nee, das ist nicht der, das ist was anderes. Aber ich meine, das ist der ist von den Regisseur, meine ich. Regisseur. Gib einfach ein in Google-Suche: Soldaten auf einer Insel mit T-Rex und Frauen, die und Paper Bunnies und Frauen nackt oder so. Ja. Am Ende besiegen sie den T-Rex einfach, indem sie eine Granate ins Maul schmeißen und was ploppt, glaube ich. Und dann bleiben sie auf Geil. der Insel und haben Sex. Ganz viel Sex. Sehr herrlich. Mit den Frauen, die aussehen wie Playboy-Models, passend zu dem Magazin. Ja. Das war, glaube ich, der ganze Film. Da war, glaube ich, Tammy und der T-Rex, der danach kam, ein bisschen besser. Der hatte zumindest einen besser aussehenden T-Rex. Acker, auch zu finden in High on Life. Als Film, den man sich komplett anschauen kann im Spiel. Weia. Ja. Analog zu The Darkness, was der Darkness 1, wo man sich Nosferatu ansehen konnte im Fernsehen. Oder welcher Film war das? Irgendwas in der Art. Ja, ich glaube, Nosferatu war es. Okay, machen wir jetzt weiter? Ja, bitte. Genau, der Film wurde, ja, habe ich ja eher eingeblendet. Warum machen das nicht andere Let's Player? Es ist doch gar nicht so schwer, Sachen einzublenden, Eike. Ja, warum machen andere das nicht? Einfach irgendwelche Grafiken hier reinschieben. Ist doch keine große Sache. Keine My time with the Ahnung. Spinnas taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. Na, wer da? So, dann stecken wir mal den Schlüssel rein. Quatsch, ich wollte wechseln. Klicke, um den Hinweis anzuzeigen. Ist nicht wie ihr Muster? Aha. Ja, und der Fußabdruck von Dürin. Durin. Der Drache, den Eike gerne nicht gerne tot sein möchte. Nein. Geh hier, um den Hinweis anzuzeigen. Irrst du dich, wie du die Schüssel gelockert hast? Und genau ziehst du ihn wieder raus. Einfach verpasse ihn ein paar kräftige Schläge. Aha, verstehe. Und da müssen wir das Muster nachzeichnen. Klicke hier, um Hinweise anzuzeigen. I guess we should start here? Ich glaube schon. Aber wie ist die Frage? Eigentlich könntest du uns das sagen, aber er will es nicht. Noch weiter rausziehen geht ja nicht mehr. Achso, jetzt geht's. Ah ja. Wie war das noch mal? Ich glaube hier. Nee, es ist, glaube ich, Quatsch. Ich glaube, wir sollten hier Why don't you beginnen. give it another try? Genau, Hau nochmal. das Ding. Nein. Dem Kohl. So, So, also fang hier an. Klicke auf das Quest-Symbol. Auf die Quest. Klicke mit der Maus auf die Quest. Ah, so. Okay, verstanden. So. Diesmal ist es ja noch einfach. I'll keep this. Behold, the sacred writings that record the truth of. No, wait. That have shaped the truth of history. Gather round and let us bear witness. Manuskript der Göttin Nummer 1. Okay, was meinst du, Eike? Vorlesen oder wir den Leuten überlassen, dass sie selber lesen können? Selber lesen, überlassen. Okay, Frank, wie spricht man das aus, wenn da so ein Haken drunter ist an den C?
für eine Heugabel. Okay, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Gefühl der Dorfbewohner? Warum ist das? Ah, das ist wieder. Da fehlt wieder was. Ah, da geht es wahrscheinlich wieder um den uralten Drachen. Nicht den neuen Drachen, der jetzt ein bisschen zu niedlich geworden ist, nicht wahr? Feast your eyes. Rejoice! And cheer, for this is the unquestionable truth. Look at the signature. Nobody is capable of forging that. I don't believe it. So, all along, our histories have been false? Don't lose heart, Albizzi. It does not follow from his is true that ours are false. That might be the most bogus logic I've ever heard. But keep up the mental gymnastics, Boberano. Been waiting for that look of jealousy on your face my whole life, and I'm gonna savor it. Ja, ist witzig, denn wir haben keinen Gesichtsausdruck, keine Mimik. And yet, it seems that this conundrum could indeed have more than one solution. Wo sie ständig neue Gesichtsanimationen haben. Ja. Da wird halt ein bisschen mehr, naja, ja. Es ist die gleiche Engine. Ja. Ich will den Smacken Gremlin haben. Das wäre wunderschön, wenn wir Hu Tao ein bisschen mehr Smack hätten, so wie Bell. Tja. Da wird halt ein bisschen mehr gerade reingesteckt vielleicht. Was unfair ist. The party decided to visit the sacred sites of the other clans and see what their documents had to say. Isn't a narrator supposed to remain detached and objective? It feels like you're forcing a narrative agenda on us here. Well, whatever. I'm in a good mood. Let's do it. The instructions say to repeat the process 3 times, and besides, I'm looking forward to watching you both be sorely disappointed. Let's do my clan next. I'll lead the way. Ich hörte es heute eine darauf hinauslaufen, dass es halt... We'll need the key again, right? Let me see if I can pull it out. Yoink! Jetzt ist sie weg. Oh, schade. Manuskript der Göttin. Okay, können wir das später nochmal anschauen. Ich habe so das Gefühl, dass das Ganze darauf hinauslaufen wird, dass die beiden, alle drei dann sagen werden, meine Story ist besser. Nein, meine Story ist besser. Haben das... Ist es eigentlich schon mal in... Ist es irgendwann mal in... Ist es eigentlich irgendwann mal... Ist es eigentlich irgendwann mal passiert in euren... Oh, kann ich ja gleich einsammeln hier. In einem Scheibenweltteil, dass die Leute mit den Erzähler gesprochen haben? Dass sie ja mit Terry Pratchett direkt geredet haben. Aber ja. Gab's bestimmt. Stimmt schon mal. Es gibt ja schon ein paar... Und jetzt die große Frage, wenn jetzt das heißt, wenn hier der Schlüssel die Zeit quasi vor uns zurückdreht, bedeutet das, wenn ich dann den großen Schlüssel hier von der Stadt zum Leben lauf nicht so viel rum, Zeit vergeht, das ist alles auf Zeit. Ja, ich weiß, dann bedeutet also das dann die Zeit... Also nicht so lange rum. Bedeutet das dann, dass die Zeit dann stehen bleibt? Dem ist nicht so pedestal, in which to place the great clockwork key, only a locked door. Where's your clan's pedestal? Oh, let me guess, you hid it away in advance to save yourself the embarrassment of having it exposed as a fake? You done? Okay. Now, since my clan's main claim to fame is... Misinformation, half-truths, and fabrication. Ah, shut up, Cape! Shut up, Cape! Bin ich sicher, ich glaube... Halt die Klappe, Dechon! Ja, ich wollte sagen, halt die Klappe, Cape! I swear, if I wind up dead one day, the murderer was Boberano. Let those be my last words. My clan's claim to fame is that we outwitted the dragon of old and stole its treasure. Ergo, all articles of value that we own, including the pedestal for the clockwork key, lie by... So, next step is open the door? Wollte ich gerade sagen, da liegt der Drache, denn da sind sehr viele Schätze da. Almost. There's one step before that. The door is protected by a smart interrogation system. We have to answer its questions, and if we get them wrong, we will alert law enforcement. Jeez! Well, do you at least know the answers? The correction fluid of time has dyed white the pages of the Book of Wisdom. No, I don't know the answers. So kann's natürlich ausdrücken. But worry not. I had a quick word with the constabulary in advance. They'll ignore the alarm if we get the questions wrong, so answer without fear. Die Tür reagiert nicht. Und es ist... Die Tür spricht? Oder woher kommt das jetzt her? Tür. Tür reagiert nicht. Es ist...
auch nichts Ungewöhnliches daran. Klopfen? Question one. Who is it? Polizei, aufwachen! Wir sind die routinemäßige Bestandsaufnahme. Graf Detscher und sein Gefolgschaft. Sollen wir ehrlich sein, Eike? Ich glaube, die Antworten ist, glaube ich, egal, oder? Und hinten kackt die Ente. The great yokai, Nekomata in boots. And the trusty travel guide, Pixie! Travel guide. Trusty travel guide! Question two. By which virtue did the ancients defeat the dragon? Ha, wie war's denn? Weisheit. Ah, Eike weiß Bescheid. Deine Mutter weiß Bescheid. Von wegen weiß, nicht wahr? If this is the right answer, I swear, I'll... Correct! What? A bare-faced lie. So low. Question three. Which is more real? The fiction of the outside world or the truth of this world? Ist es nicht beides das gleiche? Nicht wahr? Fiktion hier, ja, in der Realität ist ja eh Realität. Ja. Das dritte. Ja. Peer here. Who can be sure that the outside world isn't just a dream? And that when the dreamer wakes up, they won't just find themselves inside a novel. Oh, ist ja richtig verdreht hier. There is no way to know, therefore both are equally real. All correct. You may have the key pedestal. Die Tür öffnet sich und eine Rauchwolke weht heraus. Traveler Marquis, you know what must be done. Please insert the great clockwork key. Oh, and this is my family crest. Aha, okay, einmal, jetzt ist es rechts rum. Erster Tag ist jetzt rum. Ja, ich weiß. Wird sehr knapp. Also kein jetzt. Gequark und Rumgestehe mehr jetzt. Ja, klar. So, erstmal rausschieben, wir kennen es ja bereits. Mal sehen, von oben betrachtet. Hä? Ach, wir müssen es so anschauen, wahrscheinlich. Do we really need this one? Okay, dann machen wir es mal so. Achso, das ist von der Seite aus betrachtet. Wie ist das jetzt richtig? Ah, ja. Achso, von oben hier. Okay, verstehe. Einmal rum. Einmal einfach links rum, glaube ich, in dem Fall, ja. Und dann? Ah ja, und dann aber hier in die Ecke. Klar. Und runter. Nicht wieder die Laterne besteigen. Is this now? Let me see what. Ich find's witzig, wie das immer wieder abgebrochen wird. What elaborate fiction the Clan of Wisdom was able to conjure up. If anyone's listening, I would like to submit these as my last words. I surrender. I'm the one who murdered Cappy. Der weise Antonio. Aha, aha, okay. Glanzvolle Erfassung. Verfassung? Mhm. Simulanka? Ich habe so die Befürchtung, dass es am Ende wieder darauf hinausläuft, dass wir auf den großen Drachen, aus den großen alten Drachen treffen werden, was? Ich frage mich, wie die ganzen Texte, die es in Genshin gibt, Eike, können die mithalten vor der Menge an die man zum Beispiel in Skyrim findet? Gibt's dann mal googeln. Ja, gibt es eine offizielle Zählung? Ja, klar. Naja, wird ich weiß es sogar. Aber es wird bestimmt zumindest immer noch weniger sein als in Planescape Torment. Sagen ja die Leute so, oh, das ist kein Spiel, das ist ein Buch. Okay, hast du nicht tatsächlich 1000 Mora Verlust gemacht? Aha, ich sterbe, du Idiot. Look, my clan's history is true as well. There's that same unforgeable signature again, right here. What? Oh, does this mean that my clan is the only odd one out? Given that my clan's wisdom is such a subject of ridicule in your eyes, I will now appeal to my own personal intelligence, which I believe far surpasses that of my clan at large, and make a prediction.
It seems likely that the claims made by each of our clans regarding their history and virtue are all true. Oberano? How can that be? Oh, I get what's going on. Once, when I was drinking with Gujiyai, she bet me a round of dried fish that I couldn't guess which cup the umeboshi was under. Whichever one I guessed, I was always wrong, and Gujiyai would lift a different cup to reveal the umeboshi. But then, I learned later from one of the shrine maidens, Miyuki, that all of the cups had an umeboshi under them. Just goes to show, I still got a long way to go before I become a great yokai. Sie hat ja auch erst nur zwei Schweife. Oh, don't mind, Fox hey. Lady. That's just her way of teasing you. Was redest du da? Ach so, stimmt. Bei Dekomatas ist das anders. Stimmt, die werden nicht, ist nicht so wie älter. Sie werden, desto mehr kriegen. Das waren die Fuchsgeister. Das waren nicht die Fuchsgeister, das waren die Kitsune. Fuchsgeister ist nochmal was anderes. Unlike the guessing game you mentioned, this one's not a trick. Cool. Well, once you've plundered the last of Boberano's family wealth, we can go to my clan's place. Ja, wir haben ja auch schließlich keine Zeit. Habe ich gleich schließlich gesagt? Guess I'll take the clockwork key again, then. Ja. Joink. Joink? Ja, sie hat gejoinkt, so wie ich das immer mache. Du joinkst? Naja. Ihr habt ja doch auch damals deine Dinger gejoinkt, die Beute. Okay, wie kommen wir jetzt anstelle da hoch? Können wir einfach hochklettern, was? Wir gehen den direkten Weg, genau. Können wir dort hoch? Ja. Gibt es hier nicht irgendwas, was man schneller hochkommen kann? Einfach hochklettern in dem Fall. Oh, das ist halt knapp. Okay, hat doch noch gereicht. Lass mich raten, hier um die Ecke ist gleich ein Aufzug, oder? Ah, können wir zumindest mal die Stadt mal so erkunden. Haben wir bisher ja nicht viel gesehen, nicht wahr? Wir sind ja schließlich bei der Hauptquest mehr durchgelaufen. Man muss den Scheiß hier sowieso erkunden, wenn du mit der Quest durch bist. Ja, sowieso, die ganzen Nebenmissionen und so weiter. The cohort of truth seekers followed our Beatsy. Und da musst du so viel, da kannst du auch noch machen. Site. Ich weiß. Lappen! Ich bin damit schon fertig. Ich weiß. Die Map ist ja auch nicht besonders groß im Vergleich zur Flaschenwelt. Up ahead is my clan's gigantified guard. He can be a little pig-headed, and he's incredibly strong. Your weapons won't even scratch him. Wait, but wasn't Cape's clan the one that's all about strength? So, what do you guys believe in then? Oh, the guard is one of Cape's people. Size is a coveted trait in the clan of strength, after all. Mine is the clan of empathy, and our key contribution is... growth serum! Natürlich, das passt zur Empathie, natürlich. What's empathetic about that? Our ancestors believed that, just maybe, the dragon of old didn't mean us any harm at all. Perhaps the dragon simply didn't notice us, since we are so very tiny. So, they drank the growth serum and grew even larger than the dragon. Then, they set the dragon down, calmly explained their perspective, and eventually taught it how to empathize. Selbst er glaubt das nicht. The serum isn't what it once was, though. Nowadays, it doesn't make you grow all that much, and it actually makes you lose your empathy. So, I advise we take a detour. Despite Albizzi's words of caution, somebody, no doubt, has other ideas. Surely we could avoid a conflict with the guard, they think to themselves. If we could just try to understand one another. You could, of course, just take the path to your left and go around. But some people are gluttons for punishment. It's all part of the experience, I suppose. It's been a while since our last adventure. Oh, Paimon wonders how Mini Durin is getting along in Simulanka. Eigentlich Let's ja nicht. Go to the Forest of Blessings and take a look. Ja, was denn jetzt? Sollen wir jetzt da hingehen oder sollen wir die jetzt bekämpfen? Was meinst du, Eike? So, dann, ja gut, dann gucken wir jetzt mal Mini Durin an, auch wenn ich nicht wirklich viel Lust drauf habe. Was? Mini Durin sollen wir uns anschauen. Nein! Heißt doch hier. Ach so, das ist jetzt hier. Ah. Müssen wir wieder zurück, okay. Determined, presumably. We should be getting close. Why is this place so full of junk? Are you the kind of people who never throw away the box when you buy something because you're worried you won't be able to return it without the original packaging?
We'll never find the Oracle pillars in all this mess. Never mind that. We have a more pressing issue. It seems there's a slight problem with my clan's family crest. The Marquis may need to utilize their wisdom to solve the issue. Das könnte schwierig werden. Ah, lass mich... Oh, okay. Na gut, das ist ja jetzt nicht so schwer, nicht wahr? Einfach von der Mitte ausgehen. Wisdom too, huh? Well, you guys have a bit of everything, don't you? Except empathy. Das klang jetzt gerade wie so ein, Axtmörder. We have empathy. Okay, erstmal die Dinger wieder rausholen. Müssen wir dafür Müll entfernen? Achso, ja. I'll go keep watch. Das ist aber nett. So. Von oben betrachtet. Ach, wir müssen das ja trotzdem kaputt machen. Okay. Mal sehen, wenn wir das von oben betrachtet. Ach, da oben ist ja auch noch einer. Can't you destroy the boxes a little more quietly? Nein. Okay, das ist jetzt Titte. Hinter den Kisten sind auch noch welche. Dachte ich mir schon. Du meinst jetzt hier in der Kiste? Nein. Nö, das ist doch nur hier, die hier. Ist ja die Frage, wie müssen wir das jetzt ausrichten? Mal sehen, der Start. Mal sehen. Warte mal, ich glaube, wir müssen so rum. Tack, tack, tack. Nee. Oh, ich bin sehr schlecht in solchen optischen Geschichten. Ja, ja, wisst Bescheid, Eike. Bin ich gehässig? Nein, ich doch nicht. Nein, natürlich nicht. Also vielleicht erstmal hier lang? Nein. Falsch? Oder vielleicht doch? Ich weiß es nicht. Vielleicht verarsche ich dich auch nur. Ja, warum machst du denn das? Weil du es kannst, ich weiß. Ja. Würde gerne. So. Und dann. Apparently that was incorrect. But don't blame yourself. It's Albizzi's clan's fault for taking terrible care of their family crest. Nett. How could they let something so important get so dirty? Ah, okay. Dann müssen wir einfach mal schauen. Was ist jetzt die richtige. Was ist die richtige Perspektive in dem Fall? Eins, zwei, drei, da, da. Mal sehen. Also es gibt hier neuns nach oben. Wo ist die Spitze? Oder besser gesagt, wo ist der Anfang? Da oben ist das eine Ecke. Aber was ist die Ecke? Es ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Eike könnte mir helfen, aber er will nicht. Nein, er würde gern. Er könnte es, aber er will es nicht, weil er will mich auflaufen lassen. Weil du es selber lernen sollst, so wie ich es selber gelernt habe. Aha. Okay, dann versuchen wir es mal. Da? Aber da oben ist doch gar nichts. Wo ist die Spitze? Lichan, guck mal genau hin. Guck nochmal das Bild an. Es ist verdreckt. Ich wollte nochmal darauf hingewiesen haben. Ja, ich weiß, dass es verdreckt ist. Wie sie es gesagt haben, ja, da ist vielleicht eine Ecke vielleicht nicht richtig dargestellt. Vielleicht, möglicherweise. Ah, das war also schön nicht richtig so, wie man es sein soll. Dechan ist natürlich, Dechan versteht den Hint nicht. Ah, ja. Ist also noch die Ecke hier. Und dann? Könnte es so sein? Ja, das wäre zu offensichtlich, oder? Ist falsch. Apparently that was incorrect. But don't blame yourself. It's Albizzi's clan's fault for taking. Wo kommt diese Ecke rein? Family crest. How could they let something so important get so dirty? Das heißt, wo ist der Start? Ist das an die Ecke?
Ach Gott. Warum stehe ich jetzt stehe ich wieder als der größte Trottel da? Ja, weil es wirklich super einfach ist. Bin ich schon falsch, Eike, oder habe ich... Apparently that was incorrect. Ja. But don't blame yourself, it's Albizzi's clan's fault for taking terrible care of their family crest. How could they let something so important get so dirty? Mal sehen, es muss also von da und da und da hier rauf. Und dann? Apparently that was incorrect. Ja. But don't blame yourself. It's Albizzi's clan's fault for taking terrible care of their family crest. Okay, ich bin How zu dumm. Let something so important get so dirty? Könnte man einen kleinen, ja, könnte man mal gleich einen kleinen Tipp bekommen von Eike, aber Eike will ja keinen Tipp geben. Oh, so sieht's aus. Ja, warum denn nicht? Weil es so einfach ist. Es ist so einfach und offensichtlich. Es ist wirklich. Ja, das ist der Startpunkt, das ist richtig, nicht wahr? Ja. Ich komme einfach nicht drauf. Das ist wieder die typische Let's Player-Krankheit. Man kriegt es wieder nicht hin und dann klatscht man sich an den Kopf, weil es einfach super simpel ist, nicht wahr? Ja. Du musst doch drauf gucken, damit es rüberzieht. Das war falsch. But don't blame yourself. It's Albizzi's clan's fault for taking terrible care of their family crest. How could they let something so important get so dirty? Ich komme nicht drauf. Google es. Oh nein, ich will nicht googeln. Ich will gucken, wie ich es rausfinde. Was ist richtig? Welcher Seite aus betrachtet bin ich denn hier richtig? Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Ja. Ist nicht schlimm, falsch zu liegen, Dejan. Ja, aber ich bin schon seit dritten Mal falsch. Also, oh Mann. Excited? Are you happy? Ha, ist auch falsch. Alles Quatsch, was ich mache. Okay, machen wir eine kurze Pause. Vielleicht muss ich einfach mal hier ohne Druck googeln schauen. Oder, ja genau, googeln. Oh, peinlich. Du musst dir gleich in den Kopf hauen. Ist es nicht peinlich, nicht wahr? Ja, ja, super easy. Man muss diesen... Ihr seht's, ich zeig's euch einfach. Boing! Boing! Das nochmal zum Vergleich zu bringen? Aha. Ah ja, ist okay. Ja, und der äußere Pol, der soll nur verwirren. Aha. Wie Link.
is this? This is the last one. Galileo und Alberto. Ach, interessant. Ey, dann erinnere ich mich. Hey Al hat er früher moderiert. Was war das denn nochmal? Alberto. Ach das, ach der, ja. Weiß schon. Ja, für YouTube-Verhältnisse ist das gefühlt 20 Jahre her. Seine was war sein Stick? Klein Fritzchen-Witze zu erzählen. Und das mit viel Jump-Cuts wahrscheinlich. Damals war es ja in. Oh ja. Aber jetzt, wo wir Zeit haben. Ah, das waren diese unschuldigen, guten Zeiten auf YouTube. Die Frage ist, was ich mich da stelle, ist, die ich mir da stelle, ist das, war das was selbst ausgedacht ist oder war das wieder wie typisch Deutschland YouTube wieder von Amerikanern kopiert? Musst du ihn fragen. Muss man mal vergleichen. Aber er hat rechtzeitig die Notbremse gezogen, bevor es scheiße wurde. Ja, da hat er noch Werbung für wie heißt das nochmal? Der Keks. Du weißt schon. Schokokeks, hier. KitKat. Nein, Quatsch, wie ist das nochmal? Du weißt schon. Schokokeks als Schwarzer? Eieieiei. Ja, du weißt doch. Hat er dafür keinen Ärger gekriegt? Nee, auf die Verbindung ist keiner gekommen damals, ne? Have a break. Nee, wie ist das Teil nochmal? Du weißt schon, dieser Keks mit der Schokolade dazwischen, die zwei. Der Riegel. Mit der Schokolade dazwischen? Ja, das Butterkeks. Das ist so vielsagend. Ja, dieser Butterkeks da, der voll, so, ja, voll cool. Weiß nicht mehr. Da haben die auch damals die YouTuber Werbung für gemacht. Butterkeks mit Schokolade dazwischen? Ja, zwei Stück. So, break it. Oder irgendwas in der Art. Keine Ahnung. Hab den Namen vergessen. The signature. So it's true. Empathy is one of the founding virtues of Constellation Metropole 2. Just as we suspected. All three are the truth. Das heißt, Drachenlord hätte in dieser Welt keine Chance. Okay. Okay. Well, this is a lot to process. I feel a little empty inside. Yes, we found the truth, but there's too much truth. Wir kennen dieses Gefühl. I get you. It's like in Inazuma, when there were only 6 books in the Mirage Warrior series, it was really popular. In China, keiner versteht, wovon sie hier redet. But by the time book number 88 came out, nobody wanted to read it. They all lost interest. A brief moment of joy is drowned out by a growing feeling of melancholy. But perhaps there is a glimmer of hope to be found too? Anyone? Anyone? All right, forever? I'll say forever, it. Ever? How is it the case that these three versions of history can all be true at once? Weil in Sumulanka alles möglich ist. That's exactly ich what Paimon was wondering. Ja, ja. But Boborano kind of already forever, explained forever, it away forever, earlier. Ever? Forever. Achso, übrigens, diese Folge wird gerade an meinem Geburtstag aufgenommen. Yeah. Ich wollte es nochmal erwähnt haben. Dafür gab es einen Geburtstagsdöner. Ja. Und eine Sommerwurst von Dechan. Dechan hat mir eine Sommerwurst gekauft. Ja, aber die war eigentlich nicht für den Geburtstag gedacht. Die kam nur zu spät, weil der... Okay, dann kriege ich noch ein Geschenk von dir. Danke. Ja, okay. Jetzt ist es fest. Auf YouTube verewigt. So, Paimon was worried she looked stupid for asking the question. It's not a stupid question at all, my dear little pixie. While I did postulate that different truths may coexist, there is an issue when it comes to these three truths in particular. The problem is, all three truths are the history of the exact same thing, namely the dragon and the Metropole's origins. Yet all three bear the signature, showing that they're genuine. Suddenly, the sound of a bell rings out. Oh nein, Glocken, Drache. The bell! It rang once! What does that mean again? Ah, yes! Highest level of emergency! Everyone to the main entrance! Stat! Bring all the glue traps and place them outside the gates! The whole city is on the lookout, and there's only one way out. It's the path right in front of you. Bring the glue in. Okay, ich wollte gerade sagen, hier, Glocken. Renn, Dechan, sonst wirst du gefangen und musst alles von vorne anfangen. Ach so. Also, why is one ring Kirara kann klettern, ich wollte es nur erwähnt haben. Ja, ich weiß, schnell laufen. Fast when it's an emergency. It'd be a bit too late if they waited till the 99th ring. Verkackt! They're outside. After them. Wieso denn? Die kriegen uns doch nicht. Renn weg!
Will ich ja gerne. Arrest these suspicious individuals. Lappen! Lappen! Du musst die Taste neu drücken, die Laufentaste, nicht gedrückt halten. Ah. Du hast eingesteckt. Ja, 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 wollte ich doch. Lappen! Dietschern ist ein Lappen! Dietschern kann nicht laufen. Katzenkiste, Katzenkiste, Katzenkiste. Lappen! Der kann nicht mal die Katzenkiste benutzen. Ja, wollte ich ja eigentlich, aber stimmt, muss gedrückt halten. Also, why is one ring the highest level of emergency? Obviously, because you have to respond. They're outside. After them. Ja, ich möchte gerne laufen. Lauf weg! Einfach den Glu ausweichen. Das sieht irgendwie aus wie Himbeer-Pudding. Ich hatte eher gedacht, wenn man ein bisschen Rockmusik spielt, dann rastet er aus. Aber passt schon, dass du die Referenz nicht kapierst. Wie kommst du jetzt bitte darauf? Sieht genauso aus wie der Schleim aus Ghostbusters. Der Liebesschleim oder der böse Schleim? Der Schleim, der aus deiner Hose kommt. We made it out. Don't know if we'll still be needing this clockwork key, but I yoinked it out before we ran, just in case. Yoinked? Okay, but back to the truth problem. There are three conflicting versions of the truth, and somehow they're all still true. What is that supposed to mean? I don't know. I doubt anyone here in Simulanka can make sense of it. All we do know is that any manuscript bearing her signature has to be valid. Well, she is the goddess of fate, the creator of all this. And all these manuscripts are her grand design. The reason we argued about who was right was that we didn't know enough about the truth of the past. But now we have the truth. So we just have to accept it. As surely as we will follow the clockwork path designed for us, so is this the course that history has taken. It is clear and incontrovertible. We will never argue again. Ah, thank you all. Is that all there is to it? Is this where the decision made at the first crossroads of destiny has led us to? A pointlessly happy ending? Overthinking it would be equally pointless. Well, that's enough for one day. Time to take a break. Could you be any more cryptic? You're planning something. Paimon knows it. Whatever happens, today was a breakthrough in my journey of discovery. I will go back and share it with my clan. Me too. And me. Let's leave it there for today then. I'm sure we'll find out what else Mr. Narrator has planned for us tomorrow. Warte bis 8 Uhr am nächsten Tag. Okay, dann können wir die Zeit jetzt vorstellen. Morgen, ja, in dem Fall morgen 8 Uhr, nicht wahr? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So. Keine große Warterei jetzt hier. Wart bis am nächsten Tag 8 Uhr, okay. Es war doch der nächste Tag. Es stand doch morgen. Dann machst du das nochmal um nochmal 24 Stunden oder was? Okay. Wenn das Spiel es will, dann machen wir es halt so. Ha! Nee, verdammt. Lappen, 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 ach, komm. Lappen, Lappen. Ach, wenn man aus dem Menü rausgeht, ist doch eh wieder die Minute um. Das sagst du nur, weil du es nicht hingekriegt hast. Weil du verkackt hast. Ich hoffe, jetzt kommt jetzt das große Endwort. Quatsch, das Endwort. Jetzt kommt jetzt endlich der große Das große Endwort, ne, Dietschon? Endwort wollte ich sagen, das war aber Quatsch. Ja, das große Endwort. Dietschon mag das Endwort. Er sagt es ganz oft, wenn wir alleine sind. Thought the traveler before he was overcome by a creeping sense of foreboding. The voice in his head grew louder. Must go to Pendulum Lane. Irgendwas scheint da vorne passiert zu sein. Pendulum Lane is just up ahead. Something must have happened here after all. Everyone's crowded around. Oh nein, ein Mörder? Da hat jemand auf Holz geklopft. Oh my god, this is terrible. I don't understand. The three great clans of Constellation Metropole have finally made peace with each other. Who could have done this? What ich? Happened? Oh no, someone's lying on the ground. Aber ist doch... Cappy! Nein, aber Eike ist doch kein Drache. How did this happen? Cappy, you idiot! Wake up! You need to revise your last words or everyone's gonna start suspecting me! Last words?
What did he say? Der tief aussehender Typ. Ich wundere mich, dass sie ihn nicht so genannt haben. Oder Holmes. If I wind up dead one day, the murderer was Boberano. Ugh, you could have at least pretended to not remember it. I'm sorry, Boberano, but this is an interrogation. I have to give the detective straight answers. Ah, don't worry, Boberano. I don't consider you a suspect, nor do I have the authority to charge anyone with a crime. So are you the last people to have had contact with him? Er ist ja auch schließlich nur beratender Chefdetektiv. My sincere condolences. You were travel companions, right? It's a real tragedy. I'm afraid he'll be out cold for another hour and a half, at least. Hey, Moment mal. Die Stimme kommt mir doch bekannt vor, oder? Yeah, I know. It's despicable. Hitting someone in the back of the head is the second worst act of cruelty there is. The first being replacing their gear oil with extra strong glue. Ja, es ist der Erzähler. Sag ich doch. Spoiler. Ja. Hast du nicht gesagt. Du hast es nicht gesagt. Cappy's not dead? His gears, metal frame and shell are all still in excellent condition. It's just his energy supply that's been all messed up. Er ist schließlich nur eine Puppe. Wie kann ich wirklich sterben? Wait. But surely you can't be suggesting that just because Cape isn't broken, there's no need to go looking for the culprit. No, no! There's a need! Huge need! Unfortunately, this is rapidly turning into a cold case. There's no evidence and no witnesses. Unless there's an official clockwork pedestal, the goddess of prophecy around here somewhere. excuse me. Then suddenly the long-lost dragon of old flew across the sky. Ich wusste es, dass er kommt. Where? Where? I didn't see anything. Wait, why can't I move? Oh, my mistake. It was just a cloud. Or a bird. Or something. Oder Superman. If only we could turn time backwards and replay the crime. Isn't that one of those, clockwork socket things right behind you? Ah, so it is. No wonder everyone here is suddenly struggling to move. Traveler, if you please, let's recreate the crime scene. Jetzt beeilen wir uns mal, nachdem ich bei diesem Rätsel so lange drangehangen habe. Interessant. Jetzt ich hier an Prince of Persia, Sense of Time oder irgendwie. Crime seems too chaotic. I can't make heads or tails of it. Genau, wer war es jetzt? Ist das nicht schön? So. Ist das nicht spannend? Warum rennt der Detektiv die ganze Zeit da herum? Weil er auch zur Szene gehört. Yeah! Aha, das war's also. Er ist einfach hingefallen. Okay. Hätte da fehlen noch ein paar Details. Ja, aber welches? Ich meine, es scheißt ja, wir werden Zeuge, also müssen wir einfach nur beobachten oder daneben stehen. Ich hasse das Wort Zeuge in Genshin. Well, that clears it up. Cape was walking along the street, then he suddenly collapsed. He was faking it. What? So case closed? Aren't you supposed to investigate a little more, Fred? Well, we literally replayed the crime scene and saw it with our own eyes. There's no need for any evidence gathering or powers of deduction now. Besides, maybe the truth is inherently strange by nature. Haben wir nicht gelernt, dass jede Wahrheit wahr ist hier drin? Like how Constellation Metropole has three histories, each of which is the truth. But didn't you say Cape was struck in the back of the head and knocked unconscious? For all I know, he could have bashed his head against a toilet bowl before leaving the house, then walked here in a daze before finally passing out. Das bevor er den Fluxkompensator erfunden hat. As for why he might have done that, my guess is... Is? With the Supreme Clan question left unanswered, and the tension in Constellation Metropole suddenly wiped away, he was looking to create a new source of conflict. Only then would the city feel alive again. Do we really think he's capable of that, though? Sounds like a pretty complicated conspiracy for the average Simulanka resident. Traveler, something about the crime scene isn't sitting right with me. It just seems unnatural. Also, anything outside of the immediate area won't have appeared in the replay.
Is it possible that something was missing from the scene? Why don't we search the area? Wait, what are you doing? Oh, we're gonna head to Cappy's house to check the toilet bowl for signs of an impact. Ist das das erste Mal, dass wir in Genshin was mit Toiletten zu tun haben? Okay. Ich habe noch nie eine Toilette in Genshin gesehen. Guck nach verdächtigen Orten. Ja, das kommt ja auch hinzu. Nur nach Hinweisen. There's a spear here. It looks so mysterious. Let's take it. Aber ich sag dir, Brief und Siegel, wenn es eine Toilette in Genshin geben würde, wo man sich draufsetzen könnte, die Trottel würden sich draufsetzen. Du meinst wie in Honkai Star Rail? Yep, that's right. Why? What's up? Ah, well, I was gonna offer you a great job in the Toitanium mines. A safe and secure working environment. Doesn't sound very safe. At least, not as safe as being a courier. To keep the Toitanium ore intact, we use specially designed pickaxes that can't cut through it. Even if you struck a person with it, it wouldn't so much as leave a scratch. And in terms of labor intensity, the work has been rated as Class 2 physical labor by a reputable organization. Even cats can do it. I'm not... never mind. I give up. Welcome to Paimon's world. Mind you, I don't know what happened today, but somehow a pickaxe has gone missing. Maybe one of the giant guards broke it down, so someone took it to perform a rapid resuscitation procedure. Er hat die richtige Verkäuferstimme, was? Sounds pretty brutal for a first aid technique. Still, a missing pickaxe. Huh. Is it just me, Traveler, or does it seem kinda suspicious? Das fühlt sich erst verdächtig? Das Sassy Baka! Was? Ja, ich dachte, hier geht's um Kriminalfall. Jetzt eine Spitzhacke, was denn noch alles? Come here. Whatever it is you were looking to buy, please do come back tomorrow. It's just, I have to close early today. A bottle of growth serum has gone missing. If someone's stolen it with the intention of harming others, the consequences could be disastrous. There's a whole investigation into it, so I gotta close the shop while I do an inventory count. If it turns out I'm wrong and I miscounted, I could be charged with filing a false report and disturbing the peace. Ich habe mir die Frage gestellt, hä, was sind denn hier bitte Lebensmittel? Ah. There's a strange potion bottle here. Looks so weird. Let's take it. Geheimes Elixier. Ja, ja, lass mich raten. Und dann runter. Und eingesammelt. Was haben wir da? Ja, ah, die... Ah! What is it doing all the way down here? There's gotta be a story behind it. Let's take it. Sonst wird es ja einfach nicht hier liegen, nicht wahr? Hello there. Have you seen my spear by any... Someone was shouting about a dragon a minute ago, and I instinctively threw it into the sky. Einfach so. Und... Die Mordwaffe? Es gab doch keinen richtigen Mord. Let's say one of these was the weapon used in the assault. Which one do you think it is? Was meinst du, Eike? Spitzhacke, Speer oder Wachstumstrank? Die Spitzhacke. Vermute ich auch, die lag ja auch hier in der Nähe. If it was the pickaxe, Cappy sure is lucky it's not still lodged in his head. Actually, you're wrong there, Paimon. The foreman at the mine was just saying, this kind of pickaxe is designed not to damage Toitanium, so it couldn't cause any superficial damage to residents here. But you could probably knock someone out if you hit them hard enough, and it wouldn't leave a scratch. Let's take this back to the crime scene and replay it one more time. Ah, you're back. How was the toilet at Cappy's house? Toilet? What about it? Forget that. Oh, schade, jetzt könnten wir nicht die Gelegenheit bekommen, mal eine Toilette zu sehen. What's this about? What are you trying to say? We thought the way Cappy fell looked odd, so we searched the area for suspicious items and found this. It could have been deliberately placed out of range of the crime scene so it wouldn't show up when we replayed it. Now we've retrieved it, we were gonna replay it again. You don't mind, do you? Oh, I just remembered I forgot to turn off the clockwork switch in my kitchen. Ein Stück von I think I'll just,
Kannst du es aber nochmal abspielen, Dejan? Könnte ich, muss ich aber nicht, aber ja. Mach mal, mach mal. Wie jetzt? Mach mal, oben auf die drei Striche. Ach so, meinst du das? Den vorigen Spruch von Kit? Been deliberately placed out of range of the crime scene, so it wouldn't show up when we replayed it. Now we've retrieved it, we were gonna replay it again. You don't mind, do you? Genau, wir können jetzt wieder die Gespräche, das heißt die Dialoge nochmal anhören. Oh no, you stay right there. Lass mich raten, er ist der Täter, aber er ist doch kein Gärtner. Wenn du wirklich spezielle Spitzhacke wollen wir verbrauchen? Ja. We should be good now. Verdammt, wir können nur nach rückwärts schnell machen, aber nicht rückwärts schnell nach vorne. Guck mal, wer die Spitzhacke in der Hand hat. Ja. Da bin ich ja jetzt gespannt, was jetzt groß das Motiv sein wird. Aha, anscheinend ist die Spitzhacke gleichzeitig auch ein getarnter Bumerang. Wo war die Spitzhacke dann? So, it was you. I would congratulate you for cracking a case, but since I did such an abysmal job of covering my tracks, it didn't exactly have your work cut out for you. So, all I can say is catch me if you can. Ja, das war ein guter Film, glaube ich. Was sage ich von Dusk Till Dawn? Nein. We have a runner. That's it. Let me at him. The would-be Marquis of Carabas dispatched the Necromata in boots, who ran off in pursuit of the poor little minion. Das war jetzt ein bisschen lahm. Gerade noch Minion's poor little lower back was protesting painfully against the intense physical activity. He decided to take the elevator, giving him a moment to catch his breath. Ich musste das F gedrückt halten, eigentlich, wa? Yeah! His lower back asked, but the minion had no other choice. He resolved to make the jump down. Eigentlich habe ich jetzt praktisch schon gefangen, aber ja. Na gut, das Spiel By this point, the Necromata in boots was gasping for air. The minion was huffing and puffing even more loudly. But we'll ignore that. I'm not! Don't underestimate the gold-level courier of the Comania Express! Ja, warte mal kurz und los. A characteristically catty response from the Necromata. Tell me, what do you hope to gain from bullying? I get to let off some steam! Ha-ha! You fell into my trap! Oh, and by the way, remember the glue you got stuck on when you first entered the future Marquis abode to be? That was also me. I did it using my powers. Ich frag mich jetzt die ganze Zeit, warum macht das jetzt? Oh, I'm so jealous of you guys right now. You can just jump out of your shoes and keep running, but I... Wait, I'm wearing boots. The unnamed minion made a last-ditch escape attempt. He began his long crawl, long crime, climb. Sorry. Up the wall, the tall wall. Warum redet ihr so komisch? Began his long climb up the tall wall. Can you call that a tall wall? I'm beat. I surrender. Das war ja einfach. Easy. Da hat jemand Rinsund gelesen. Da müsste er auch noch tot hier auftauchen. Alright. I can... That was fast. Getting caught by you here was a backup plan. I don't know if das what I've done will make things better or not. Der Einzige, der es so ausgesprochen hat. Oder es aussprechen kann, nicht wahr? Time to come clean. I am the narrator. The one who's been guiding you all this time. Was? Nein! Das schockt mich jetzt aber. Ja, nicht, dass wir es an der Stimme erkennt hätten, nicht wahr?
you're overdoing it a little bit there. Anyway, I only did what I did because... Yeah? Why are you suddenly spilling the beans? Hey, I poured my heart and soul into all this. I was worried you wouldn't ask. Yeah? Erinnerst du dich noch, als Grunk alle Spiele von Dedalic immer Let's Played hat? Ja, das war so 2010 rum, ne? Als Dedalic noch voll ein Hype war mit ihren, mit ihren immer gleichen Videospielen. Ja, nee, ja. Das war Telltale, entschuldige. Mit ihren soziopathischen Hauptfiguren immer, ne? Welches Studio war das, das A Wolf Among Us gemacht hat? Telltale. Oder? Stimmt. Ja, doch. Auch Batman das. Telltale, ja. Haben wir auch auf diesem Kanal gemacht. Wir fanden es gut. Wir warten immer noch seit gefühlt 10 Jahren. Wir benutzen das Batmobil. Auf Sims 2. Wir benutzen das Batmobil. Das Bat. Nein, den schon. Bist du... Are you in love with me? No. No. Wir hatten das gute Ende gemacht. Theoretisch könnte man es auch mal spielen mit dem anderen Ende, aber na, ich weiß nicht. Was wir uns für sich holen würden, wäre dieser Schwarz-Weiß, einiges wird in Farbe, Sin City Mod. DLC. Das finde ich jetzt nicht so wichtig, denke ich mal. Sin City. Das kennst du doch. Nein. Okay, und weiter. Okay, weiter. The truth is, I was one of the first conscious beings ever made by the goddess of creation. And I've known for a long time that this whole world is just a fairy tale written by the goddess of fate. Ah, er wurde sich selbstbewusst. I know they say that fairy tales are just made up for kids to read, but I refuse to believe that fairy tales are just fictional stories and nothing more. The reason why Constellation Metropole has three origin stories is that the goddess of fate wrote three drafts and couldn't decide which one she liked best. Ah, okay, das macht Sinn. Then her cat trod all over them, and they all got crumpled together, so the three worlds just sort of folded into one. The goddess of fate was torn between them anyway, since she couldn't decide which ending was best for the dragon or the kids. So when she saw what the cat had done, she simply decided to go with all three. Who would have thought? Well, what does any of this have to do with what you did? You're not a fictional character, so you couldn't hope to understand my sorrow. Honestly, I don't think there's anyone in all of Simulanka who would understand. Every day that I experience, every interaction I have with another person, is it really all just a work of fiction? The only reason the three great clans wanted to find out the truth was for the pointless task of electing the Supreme Clan. I thought that once they'd learn the truth, it might make them curious enough to investigate further. But as it turned out, they just accepted it and carried on living the same old lives. I have to motivate them to keep looking for answers. Now that they think they've learned the truth, I have to make them uncomfortable with the superficial explanation that they took at face value. And I have to figure out, once and for all, while you real people from the outside world are still here, are we real? Aww. That's my full confession. Time for you to take me back. I'm guessing I'll probably be forced to make a public apology, then sentenced to half a day in solitary confinement. I definitely deserve half a day. Also, pass this message on to Cape, Boberano, and Albizzi, if you could. The Great Clockwork Key was originally put in place jointly by the ancestors of the three clans. If the three of them had any ability to cooperate whatsoever, they'd have been able to remove it by themselves. Over all these years, not once have they ever tried removing it together. Oh, my poor child. There's one thing you've been mistaken about this whole time. Hä? Ich dachte, sie wäre tot. Detective? Was that you? Your voice acting's actually pretty good. The reason fairy tales are suitable for children is that they help them to understand the world. Fairy tales may be works of fiction, but at their heart lies an internal logic that is undoubtedly real-world truth in a condensed form. But let there be no doubt. The world within fairy tales is as real as can be. And by extension, you and your compatriots are also real. Goddess! Is it really you? The line that separates footnotes from narrative can never be crossed. Never the two shall meet.
This is why you have never heard my voice before. But now you wish to break free from the story. And there's a cat nearby, so you can hear my echo. Necromata! Just... You're... Oh, poor detective. Ah, verstehe. Das war nur ein Echo von ihr, okay. Und ich sehe sie in Person. So, we are a part of the real world too. Bürste kapituliert und Detektiv zurück zum Carpet. Wir brauchen also eine Aufnahme des Tatorts als Beweismittel, ein Erfahndungsfoto des Verdächtigen für die Akten und ein Foto der Helden für die Nachwelt. Der Wachmann überlegte kurz. Drei Fotos sind zu viel. Lass uns noch ein großes Gruppenfoto am Tatort machen. Verdächtiger, versuche ernster auszusehen. Helden, etwas natürlicher, bitte. Ruhiges Lächeln, aber kein Lächeln von Opfer oder seinen Freunden und seiner Familie. Danke, nein, bleib liegen. Bleib auf dem Boden, wir müssen den Tatort so aufnehmen, wie er ist. 3, 2, 1 und jetzt bitte mich freundlich. Käse. Ah! Ich rieche ein neues Bild für die Kanne-Welt, Eike. Oder? Ich bin mir unsicher, ich habe nicht drauf geachtet. Ich hoffe, es ist ein neues Kanne-Bild drin, weil das von Ask Me for Direction Arnold war natürlich toll. Aber du musst noch eine kleine Mini-Aufnahme machen von dem geheimen Ort in Simulanka. Da kannst du noch nicht hin. Albizzi just gave me a quick rundown of the situation. So you caught the detective? Sorta. We chased him until he surrendered. Oh, and he asked us to pass on a message. Erzählst den drei, was auf bald passiert ist. Das könnte ein bisschen dauern. Und das sind die großartigen Uhrwerkschlüssel, hätten entfernen können. Ah. Does he really think we didn't try that? Cause we did. After 6 months in that place. Ah, that was my bad. I thought it was a stupid idea at the time, so I didn't really exert myself. I also sort of stopped trying after 3 years. You! Never mind. I'm partly to blame as well. On the second attempt, I just hugged the key and pretended like I was pulling as hard as I could. Zumindest sehr ehrlich. You guys are so lazy. My granny's neighbor's pet cat has nothing on you, and it spends all day, every day, sunbathing. Anyway, you said you heard the voice of the Goddess of Fate at the end? That's amazing. There is a world beyond our own after all. What would you guys say to taking a trip to the outside world sometime? Otherwise, I got bashed in the back of the head for nothing. Hä, das fragen sich, dass es eine andere Welt gibt? Was, woran denken die, wo wir herkommen? Depends. Das sind Märchen. Either we know how to get there. Ah, ja. But yes! Also fragt sich auch keiner, wo Paimon herkommt. Nicht mal Stuvilette hat rausgekriegt, dass sie eine Verbindung zu Celestia hat. Ja, ja, die können nur in ihrer... Nur die scheiß Melusinen haben das gesehen, dass Paimon ein Kabel in den Himmel hat. Und nicht mal Stuvilette konnte das sehen. Das war für seine Macht. But maybe the reason we've never worried about whether we're real or not is that, unlike him, we weren't there to witness the creation of this world. We've never had any reason to doubt that we're real. If someone ever convinced me that these delightful dimwits, Cape and Albizzi, weren't real, oh, I'd be devastated. Das war's? Achso, Epilog, warte, das ist wieder was anderes, oder? Nein, das ist richtig. Ach, das gehört auch mit dazu. Müssen wir wieder 2 Tage warten? Okay, dann wieder die Uhr vorstellen. Hier zum künftigen Domizil des Grafen und gibt den großartigen Uhrwerkschlüssel zurück. Oh nein, den will ich behalten. Fantastische Preise? Sind das die drei? Ja, oder? Die sehen alle so gleich aus. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich meine, wir haben es ja letztens erst gemacht, also können wir ja auch gleich neu mit ihrer Fähigkeit hinlaufen, nicht wahr? Mal, wie viele Kisten hier noch offen sind. Moment mal. Kann ich nicht einfach teleportieren? Ach, ich Idiot. Warum umständlich, wenn es einfach geht, nicht wahr? Das ist Dechan. Das ist wieder ein Dechan. Wir umgehen mal jetzt eben mal die Hinschuss. Aber ich renne die jetzt nicht in die Zwischenkäse rein, wie hier eine Todesklaue in Fallout 4. Wie heißen die? Todeskralle. Ah, da wo es angefangen hat.
glaube bloß, das Nachwort ist jetzt hier nicht so, wie, was zum Beispiel hier, Eike, nicht wahr? Herr der Ringe. Oh, wieder ein, ist das wieder ein? Nein, das ist kein Fußabdruck von Dualin. Dualin? Naja. Letzten 30 Seiten von Herr der Ringe, es hört einfach nicht auf. Wenn wir schon hier sind, geht das noch? Ich bin Tetsuo. Nee, Quatsch, Akira war's. Ah, hier seid ihr. Ich habe euch fast gar nicht wiedererkannt. Sind nicht... Was? Ich bin Akira. Sind das nicht der Graf von Karabas und seine Katze und die Fee? Ach, das haben sie jetzt wieder nicht... hä? Warum haben sie das nicht synchronisiert? Ach, diese Sache sollen sich doch erledigt haben. Deja und ich haben diese Identitäten auch abgelegt. Theoretisch sollte das jetzt alles vorbei sein. Meint ihr mich gehört zu haben, dass der Sinn einer Zeremonie darin besteht, den Menschen zu helfen, von einem mentalen Zustand in einen anderen zu wechseln? Um sich für ein allemal vom Titel des Grafen Karabas zu verabschieden, kannst du die Dinge mit einem Hauch von Förmlichkeit zu Ende bringen. Und so wie sich die Nekromata von ihren Stiefeln trennt, so werden wir durch die Betrachtung weiser für das, was die Wahrheit ist. Was die Wahrheit ist. Okay. Müssen wir jetzt hier den Schlüssel einsetzen? Das war's. Schild bewegt sich nur ein Millimeter. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Und nun? Was müssen wir jetzt tun? Achso, ist dasselbe Text nochmal, oder? Ja. Sollst du den Stein wieder reinlegen? Wie den Stein reinlegen? Ich hab doch den, ich hab den doch jetzt eingesetzt. Ja. Du wolltest es doch wissen, was wir jetzt machen müssen. Du fragst dich, ob du zu viel Kraft eingesetzt hast. Hm. Ja, du hast das doch auch gespielt, Eike. Du weißt doch, wie das jetzt enden muss, oder nicht? Ja. Ah, drei Stühle für die drei Göttinnen. Ah, natürlich. Das haben wir auch schon gemacht. Wir haben den Schlüssel eingesetzt. Ja, was sollen wir denn jetzt noch tun? Ja, Moment, das Nachwort? Bald und die Prinzessin. Okay. Moment mal, haben wir jetzt das... Haben wir jetzt... Ach, da ist das Nachwort, okay. Steht schon, nee, das ist die Hauptquest. Das ist die Hauptquest, okay. Also haben wir das jetzt abgeschlossen? Tja, weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht auch. Ja, du musst es ja wissen. Wir haben ja schließlich... Jetzt haben wir den Schlüssel eingesetzt und jetzt haben wir... Ja, wenn du mal ein bisschen weniger Quests haben würdest und dein Questheft nicht so voll wäre. Da unten ist übrigens... Da unten sind übrigens die Sachen. Ja. Ja, das sind die Nebenmissionen, die es hier gibt in ja. Simulanka. So, und jetzt? Das heißt, jetzt haben wir jetzt abgeschlossen, die ganze Quest mit den, mit ja. von Kiara, ja? Ja, dann ab ins Nachwort. Du meinst jetzt hier von, Genshin Impact. Du meinst von der Hauptquest? Okay.